Hallo, ich grüße dich. Ein Video aus der Natur. Entschuldigung, es ist halt ein bisschen wackelig so, aber es ist einfach genial jetzt da draußen. Ich bin am Gärtnern. 4. bis 6. Dezember ist einfach gigantisch. Ich habe ein anderes Video darüber gemacht, eben die Wichtigkeit, eben dankbar zu sein, wenn man so etwas erleben darf. Einfach kurz ein Zahlenthema, ja. Und zwar, du hast Möglichkeiten, dass ich wurde gefragt, ob ich da mal drüber sprechen würde. Also ich habe es auch schon gemacht. Übrigens im Hintergrund siehst du den Alpstein hier. So, und da ist Obergeis hier. Ja, also in dem Sinne geht es darum, wie kannst du sehen, ob du eben zum Beispiel mit jemandem eine Verbundenheit in dem Sinne hast. Ja, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Darum einfach hier nur ganz kurz. Schaue ich mal, ob es mich da, es blendet mich so ein bisschen. So, ja, es ist auch nicht viel besser, siehst du mich wieder nicht. So, vielleicht so. Ja. Ja, verschiedene Verhältnisse. So. Ja, eben. Warte jetzt mal, vielleicht ein bisschen so drehen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so übel. So, hä? Entschuldigung wegen der wackeligen Qualität ein bisschen, aber es ist einfach gigantisch da in der Natur draußen. Ja, also, das kannst du selber machen, einfach die Quersumme eines Geburtsdatums ausrechnen und dann kommst du, das kennst du ja, deine eigene Quersumme, zum Beispiel die 26 oder die 28 oder die 24 und dann gibt es noch eine Grundzahl, die gilt ja in vielen Kreisen auch als sogenannte Lebenszahl. Also für mich ist ja, wie du weißt, die Tageszahl viel wichtiger, dann Monatszahl, dann Jahrgangszahl. Aber ja, diese Endzahl, die einen haben die 2, die 1, die 7, die 6, die 8 und so weiter. Also wenn du da mit deiner Person die gleiche Grundzahl hast, dann ist das gut, wenn ihr beide Interesse habt für Kopftätigkeiten. Es gibt eben in dieser Lehre drei verschiedene Quersummen. Also diese Quersumme bzw. der Grundzahl ist vor allem wichtig für Kopfbezogenes oder zum Beispiel wenn zwei gemeinsam Studien betreiben. Also sowohl die Quersumme, also wenn du die Quersumme auch noch dieselbe hast, dann kann die Verbindung eben noch stärker sein, als wenn nur die Grundzahl dieselbe ist. Also wenn jetzt beide die 24 haben als Quersumme, die Grundzahl 6, dann kann das eine recht starke Verbindung sein, gell? Die eben vor allem für kopfbetontes Geistiges günstig ist. Du kannst aber auch noch anderes machen. Du kannst zum Beispiel die ganze Tageszahl und die ganze Monatszahl zusammenzählen. Dann gibt das zum Beispiel bei mir, also ich bin am 19.04. geboren, das gibt dann 23. Also 19 plus 4, ne, gibt 23. Jetzt, ich erlebe das immer wieder, wenn andere Personen zum Beispiel auch dort die 23 stehen haben, zum Beispiel solche, die am 18.05. geboren sind, also 18 plus 5 gibt auch wieder 23, dann habe ich mit denen eine sogenannte Kommunikationsverbindung. Dann kann man sehr gut miteinander sprechen. Also das kannst du auch selbst ausrechnen, ja. Und die Zahlenbedeutung hast du ja in den YouTube-Videos, da kannst du selbst nachschauen. Also eine weitere Sache, wo du sehr gut selber ausrechnen kannst und eben sehen kannst, aha, mit diesem Menschen, da habe ich jetzt eine Kommunikationsverbindung, was ich eben erzählt habe jetzt gerade. Es gibt dann noch verfeinerte Varianten, aber das wäre jetzt in diesem Rahmen, ginge zu weit, weil das ist dann wieder Seminarthema. Aber einfach etwas sehr Praktisches, was du sofort anwenden kannst. Ja, und da gibt das Gleiche kannst du auch mit Monat und Jahrgang machen. Also zum Beispiel bei mir wieder. Beispiel, so, dass du ein bisschen die Gegend siehst. Es ist so derart traumhaft schön. Also du kannst zum Beispiel auch, da gibt es auch eine Verbindungszahl. Also das heißt, bei mir, ich bin am 4. geboren, April, Jahrgang 63. Also Monat 4 plus Jahrgang 63 zusammengezählt, gibt 67, ja. Und diese 67, wenn das auch jemand hat, also zum Beispiel jemand, der an einem, ja ich sage jetzt mal, an 1.1.1966 geboren ist, also 1 plus
66 gibt auch wieder 67. Ich hoffe, du hast es verstanden. Sonst einfach fragen, gell, unter dem Video. Dann habe ich so gesehen eine Verbindung mit dieser Person, eine potenzielle, gell, es ist nichts ein Garantieschein, weder die Quersumme noch das, noch die Sprachverbindung noch das hier, es ist nie eine Garantie, gell, das muss ich einfach sagen. Okay, dann habe ich zum Beispiel eine Verbindung zu dieser Person, das kann ein sehr gutes Arbeitsverhältnis sein, sehr gut für den Alltag, sehr gut zum Trainieren und natürlich auch sehr gut für eine Beziehung, ja. Also wenn du das in einer Beziehung hast, dann kann das sehr, sehr helfen, dieser Beziehung. Also wenn man hier, das ist das sogenannte Auftretensfenster, also Monat, ganzer Monat, ganzer Jahrgang zusammengezählt. Gell? Immer die ganzen Zahlen hier zusammenzählen. So, jetzt muss ich aber wieder Schluss machen, sonst wird das Ganze hier zu lang. Ich hoffe, du hast das verstanden und sonst, wenn nicht, einfach bitte fragen. Gell? Ich wünsche dir noch eine wunderbare neue Woche dann. Ciao.